dann habe ich, dann bin ich gegangen, weil ich dachte, hey, jetzt habe ich, ist auch meine Story, keine Ahnung, alles war auf Null und hin und her. Ich hoffe, dass die Punkte trotzdem gut geschrieben werden, weil ich halt bestimmt, was weiß ich, 18 oder 19.000 Punkte hatte, halt vom ganzen Aufheben und Metzeln und Rumrennen und Pimmeln und Kacken. Und ja. Okay, also Pokémon. 100 Millionen. So, ja, Wallen, komm, Wallen, haut nochmal rein. Und ja, das, ich meine, so Spiele sind schon geil, weil sie sich halt so lange hinziehen und man Leute aufheben kann die ganze Zeit. Man kann echt sau viele Punkte machen. Auch wenn man irgendwie Eroberungskarten spielt, wo man halt dann irgendwie nur 5 gegen 5 macht oder sowas. Das ist richtig geil. Also da kann man ja ohne Probleme 20, 30.000 Punkte machen, wenn man einfach immer nur schön einnimmt und so. Mit den fetten Dinganzahl, also natürlich. Man braucht natürlich viele Bums-Tickets hier. Ich weiß nicht, was die Maximalanzahl ist, aber halt viele, dass es auch lang genug geht. Aber ja, wenn man gut abgeht, kann man das ohne Probleme machen. Und ja, ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte. Und mein Pimmelwarzenknecht, beziehungsweise Wallen, auf einen zu schlafen. Du Schlawiner, du alter Schlawinzelnder. Und ja, keine Ahnung, das war cool. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus wollte. So war das halt damals, als ich Battlefield gespielt habe. So, komm schon. Oh, Wallen, wach doch mal auf. Also, ich muss sagen, Wallen ist wirklich jemand, der echt früh aufsteht im echten Leben und sogar dann joggen geht und so ein Kram. Aber hier... Das Pokémon-Pendant, das Pendant zu wollen hier in Pokémon-Form, ist nicht so, steht nicht so gerne auf. Bam, 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 bam. Ich weiß noch, wir waren selten. Waldens Freundin, er, meine Freundin und ich. Und wir waren ewig lang wach, weil ich glaube, wir waren noch bis um 3 oder 4 am Lagerfeuer gehockt. Und Wallen ist um 7 oder 8 aufgestanden und einfach losgejoggt. Ich bin aufgewacht, weil ich gehört habe, wie er losgelaufen ist. Und dann habe ich meine lange Hose angezogen. Ich habe nackt geschlafen, ne Quatsch halt, ne? So eine Jogginghose angezogen im Zelt, Schuhe angezogen. Ich gehe raus, ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Also Wallen ist echt, ja, wirklich bemerkenswert. Ist wirklich bemerkenswert. Auch wenn wir im Ding sind, im Fitnessstudio oder sowas. Wallen geht auch immer so richtig hart an die Grenzen. Also wirklich hardcore. Ich meine, ich versuche auch an meine Grenzen zu gehen. Aber ich glaub, Wallen ist da noch ein bisschen verbissener, sage ich mal. Auch als wenn wir waren im Wald Fahrradfahren schon ein paar Mal. Und er ist wirklich der richtig, richtig sich durchbeißt. Und bei mir ist es nicht so oft, dass ich mich wirklich hardcore durchbeiße. Ich glaube, wir waren 2-mal Fahrradfahren. Und einmal habe ich mich minimal... Habe ich mich schon ein bisschen durchgebissen, aber das zweite Mal überhaupt nicht. Einmal, da waren wir mit unseren Freundinnen, glaube ich, Fahrrad fahren. Da sind wir zwar eh vorgefahren. Ja, da haben wir beide richtig abgekeult. Da sind wir schön gefahren. Aber beim zweiten Mal war das echt hart. Da war ich auch, ich meine, zu meiner Entschuldigung, jetzt mal natürlich alle hier, war ich ein bisschen erkältet auch. Aber die Erkältung war schon am Weggehen. Aber dann ist halt immer dumm mit dem tiefen Einatmen und so, und dann wisst ihr Bescheid. Und ja, aber Wallen ist wirklich jemand, der da richtig sich reinhängt. Bam, 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 bam. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt schon wieder drauf... Achso, ja, ich weiß, Wallen... Na, genau, so bin ich drauf gekommen, weil hier Mr. Wallen im Spielland gerade eben eingepennt ist. Egal. So, den alten Sack haben wir jetzt auch besiegt, um mal wieder zurück zu Pokémon zu kommen. Verdammt nochmal, ich alte Schnatter, Schnabbeler, Tante. Hier ist mein Herz, das ist bright. Gut. Ja, ich sehe auch deinen Kopf, er ist so hell. Er leuchtet von innen heraus. So, alter Sack, was... Ey, oh mein Gott. Ich wollte doch einfach nur zum alten Sack gehen und jetzt nicht schon wieder mit diesen Kackstelzen spielen. Los, Haftbefehl, zeige deine Haftigkeit. Wallen, ich glaube, du musst doch mal wieder ran. Ach, jetzt habe ich natürlich keine Portion mehr. Keine Potion. Ja, jetzt schlägt er mich auch noch ab, ey, diese alte Wutz. Wallen ist schon Level 11, guckt euch das an. Wenn die Pokémon stärker werden, kriegen die so richtige Krampfadern auf dem Rücken, damit sie richtig hardcore sind. Ja, ja. So ist das. Bam. Gut, zerfistet. The world ghastly fainted. Wallen gained. Gut, Haftbefehl. Könnte auch langsam wieder aufsteigen, ne? Gut gemacht, Wallen. So, Mongoloiden, schleckender Affen, vergewaltigender Mann. Ja, gut, los geht's. Schauen wir mal, was er hier vorhat. Er hat bestimmt, lasst mich raten, was er dabei hat. Ein Sproudelbumpel, oder wie die Dinge heißen? Oh no, a Bellsprout. Als hätte ich es gerochen. Okay, Ibian, gib dein Bestes. Leute, hebt alle die Hände in die Luft und ruft.
VPN. Okay, Achtung. Los. Ich höre euch, ich höre euch. Was hat er denn da schon wieder vor, der Spraudel? The fairy spars, bright spars, so attacking. Ich will ihn einfach niedertackeln. Bam, in die Fresse. Bam, bam, bam. Oh, ist Level 7. Nicht schlecht. Heilt er sich denn mit dir jetzt, oder was? Oder lädt er da irgendeine Superattacke auf? Es hört sich nach Superattacke an. Beziehungsweise liest sich nach Superattacke an. Komm schon, Level up. Fast, aber Haftbefehl ist sowas von Level up. Haftbefehl, erzähl mir keine Scheiße. Hut, Hut? That sounds ridiculous. Shit, bro. Shit. Tja, wenn ich niedertackle, einfach BAM in die Fresse. In your face, bitch. Okay, gut. Also, er tackelt mich zurück. Da habe ich einfach Schluck auf hier, aber hardcore. A critical hit? What's that? Ey, er hat mich... Schon wieder... Oh nein, ich habe Schluck auf im Let's Play. Oh Gott, ich bringe mich jetzt um. The foe's hoot hot. Hot, hot. Hoot, hoot. Oh, bitte nicht einschlafen. VPN, komm schon. Fuck. Direkt Pokémon wechseln. Nee, ich habe eh keine Aufwachscheiße. Ach, kack drauf, komm. Hut, Hut wird mich jetzt eh sowas von zerkacken mit seinem Tackle. Huh, schade, Ibin. Schade. Okay. Also, jetzt muss aber hier mal der Nemesis dran. Nemesis! Nein, ich wollte Nemesis nehmen. Egal. Nemesis, du bist das nächste Mal drauf, Kollege. Aber das glaubst du mal, Fräulein. Nemesis hätten so schön abschlecken können. Egal. Zack. Tja, gefistet, mein Freund. Nom, nom, nom. Okay. Bald Level 12. Come back, Wallen. Das ist die Stimme von meinem Trainer. Oh my god, it's so amazing. Yes, your trust is real, motherfucker. Okay, wow, 22 Dollar, you. Wir können das Fluchtseil gleich sowas von... Nein, nein, oh, der Mongolienkönig. You are in that deep skill as a trainer. I promise you your HM. But let me say this, you should treat your Pokemon better. The way you battle is far too harsh. Pokemon are not shit. Oh nein, ist es Gronk? He claims to be the elder, but he's weak. It stands to reason. Ich meine, Hallöchen, Popöchen, I never lose the battle through to Popodopodopodo. Das ist doch Gronk, oder habe ich ihn Gronk genannt? I only care about the strong Pokemon. That can swim. I really want. Wie er mich zur Seite schubst. Diese Anmaßung. Och, gegen den alten Sack muss ich auch noch kämpfen. Lach mich nicht aus, aber ich hab mich gerade minimal kurz erschrocken. Ich dachte, er sagt irgendwas, jetzt irgendwie sowas für ihn wie, fick dich. Ich muss nicht gegen den alten Sack kämpfen, sondern gegen einen Pokémon. Aha. I choose you, Nemesis. Gut, Nemesis haut, schlägt ihn jetzt sowas von ab. Nee, schläfer ihn ein, Nemesis. Komm schon, du schaffst es. Jetzt spreche ich zu dir, Nemesis. Ja, wirklich. Du sitzt gerade irgendwo, ich weiß nicht wo, Schule, Arbeit, zu Hause und hast es gehört. Und schläferst ihn ein. Let's go. Slaver him in. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gut gemacht, Nemesis. Du bist ein Guter. So, jetzt können wir ihn zu Tode lecken. Okay. Achso, bringt nichts oder was? Hier. It's super effective. Oh my god. Oh, this is so amazing. Okay. Zack, ich geh immer so nah ans Mikrofon, ich verfick der Idiot, ey. Ich geh immer so hin und schnupper an dem Popschutz, bin ich behindert, ey. It's super effective. The wild ghastly fainted. The Nemesis. Gang 2 and 2 tick. 2 and 2 tick. Haftbefehl, level doch mal auf. Ach komm. Schmatz mal die Bube, du. So, wie Menschen, du. So good of you to come here. Sprout Tower is a place to training. People are. Leute, ich merke gerade die Peinlichkeit, wie sie mir aufsteigt. Der Tower ist ein Sprout Tower und deswegen hat ihr dieses verkackte Pokémon dabei. Sind ja auch überall die Statuen hier. Entschuldigt. Mich kurz, ich muss mich umbringen. Okay. I am the final test. Allow me to check the ties between you and your poke penises. Okay. Nemesis. Du bist dran, Johnny. Haftbefehl, mach sie fertig, oh yeah. Haftbefehl. Okay, Haftbefehl. Mach erstmal irgendwas. Tail Whip. Los. Ja, ja, haha. Rote Kacke auf dich drauf. Rote Kacke auf dein Haupt. Oh yeah, motherfucker.
Ja klar, wachse, wachse.